Wie viele Menschen sagen, durch deine Emotionalität zerstörst du alles. Oder fühle nicht so viel. Oder es ist nicht hilfreich, emotional einem Problem zu begegnen. Aber im Grunde wissen all diese Menschen nichts davon, wie man wirklich wächst und wie falsch sie liegen. Emotionen sind der zentrale Schlüssel, dass man wächst. Unter Emotionen verstehen wir nicht nur die Reaktionen auf Reize, die für viele andere unangenehm sind, wie Wut, Tränen, Aufgewühltheit, sondern mit jeder Emotion geht auch ein Instinkt einher. Instinkte wie Angst, Vorsicht, Sorge, der Drang, sich zu schützen und zu überleben. Im Moment meines Psychologiestudiums wird die systemische Therapie thematisiert. Die Ressourcen für die Lösung des Problems werden grundsätzlich so betrachtet, dass sie in uns selbst liegen. Das zentrale Instrument hierbei ist das Gespräch. Nur in Kommunikation liegt der Schlüssel für Wachstum. Und jemand, der nicht kommunizieren möchte, bevorzugt lieber die Bequemlichkeit von Stagnation. Und was ist mit der Emotion? Nun, in der systemischen Sichtweise sind gerade von zentraler Bedeutung die emotional besetzten Inhalte. Denn diese widerspiegeln unsere wahren, unbewussten Bewertungen. Und nur durch den Fokus darauf können wir jene lernen, wiederzuspiegeln und unsere Wahlmöglichkeiten größer werden zu lassen. Fakt ist, rein sachlich wächst niemand. Fakt ist, niemand kann kalt funktionieren oder kalt Probleme lösen. Emotionen als Problem zu deklarieren, ist genau das Problem. Es fördert den Druck von außen und lässt Betroffene in ihren Emotionen stagnieren. Deshalb ist es falsch zu sagen, Emotionen verschlimmern ein Problem. Falsch ist, unsere Gefühle zu ignorieren. Wir müssen fühlen. Nur mit Gefühlen entsteht unsere Wirklichkeit. Unsere Psychologie funktioniert nicht nur mit dem Geist. Psychologie ist Gefühl, Körper und Geist. In einer zusammenhängenden, wechselseitigen Beziehung, wo unbedingt jeder Part dieser drei Elemente gleichen Wert und gleichen Rang haben. Die einzige Art zu wachsen ist also, wenn wir alle drei Elemente unseres Selbst lernen wahrzunehmen und sie für unsere Wirklichkeit lernen zu nutzen. Und das geht nur so. Feel, breathe, grow. Das Fühlen sind die Emotionen. Breathing ist das Atmen mit dem Körper. Inklusive Atmen mit dem Körper meinen wir sämtliche Körperreaktionen, wie zum Beispiel den Puls, der anfängt schneller zu schlagen, oder die Gefühle unter der Haut. Und Grow bedeutet Wachstum, dass man wächst. Wir wachsen dann letztendlich in unserer Seele. Also Feel, Breathe, Grow. Feel, breathe, grow. Again and again. Wieder und wieder. Und wir können nur das tun, wenn wir nicht eines dieser Elemente von uns verurteilen. Es ist okay, manchmal nicht okay zu sein. Akzeptiere dich selbst und dann lass es gehen. Die systemische Psychologie nach Heinz von Förster sagt wie folgt: Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Also wenn ihr neue Horizonte wollt, fühlt eure Emotionen. Lasst euch deshalb nicht verurteilen. Fühlt eure Emotionen, steht zu ihnen und wachse anschließend über sie hinaus, indem ihr durch Reflexionen darüber sprecht. Erst durch das Zulassen von etwas lernt man es auch zu sehen. Das ist nicht kontraproduktiv, so wie andere es euch vielleicht sagen wollen. Es ist konstruktiv.
to make it by, to make it by, to make it by.